Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir machen weiter. Mit Kapitel 4, richtig, genau, von Alfin. Können wir direkt mal uns ausruhen. Wo ist denn hier das Gasthaus? Guck mal, hier kann man auch rein. Ich glaube, die lag... Habe ich die nie platt gemacht oder lag die dann im Weg? Egal, Olberic schlägt gerne Frauen. What? Okay. Have at you. The bat. Now then. My blade is unbending. I wreak havoc upon thee. Jeez. Eigentlich müsste sie jetzt weggefegt worden sein. Ah, guck mal. Warum auch immer. Habe ich damals wohl nicht gemacht. Abgetragene Stiefel. Wer will die denn haben? Was haben wir hier? Truth is. Vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit im Groll verlassen. Ach, das war das. Okay. Seit wann ist denn da dieses Weiterreisen-Symbol? War er schon immer da? Achso. Das ist weggehen. Okay, Geschichte lauschen. Kapitel 4, Alfin. Alfin. Was bisher geschah. In Heiligenbrück nutzte Alfin seine Talente, um einen Dieb namens Miguel zu retten. Ein Mann, der, sobald er wieder auf den Beinen war, einen unschuldigen Jungen entführte und verletzte. War es falsch, dass er glaubte, was er glaubte? Oder hatte Ogen die ganze Zeit über Recht? Sind manche Leben wirklich der Rettung nicht wert? Elfin oder Alfin sah zum Himmel auf. Sag mir, was hättest du getan? Aber darauf gab es keine Antworten. Und so... Mit Selbstzweifel im Herzen kam Alfin in der Stadt Erzquell an. Oh. You know, Ich bin schon so weit gegangen und trotzdem habe ich das Gefühl, nur weitere Fragen anstatt Antworten gefunden zu haben. Und auch immer kein Zeichen für mich, ha? Ich reiße mich besser zusammen, bevor mich ein falscher Schritt noch abstürzen lässt. Eieiei, jetzt hat er auch noch Suizidgedanken. Hallöchen, warum so bedrückt? Truth is. Ach, wehe mir. Meine arme Frau und meine armen Kinder leiden an einer schrecklichen Krankheit. Warum hat diese Seuche nur unser armes Dorf heimgesucht? Haben wir nicht schon genug gelitten? Dieser Beutel. Ihr seid doch nicht zufällig ein Apotheker. Ha, ich bin tatsächlich wegen der Seuche hier. Oh. Ihr seid also gekommen, um zu helfen? Wenigstens einmal meinen die Götter es gut mit uns. Let's go. Dafür sind wir Apotheker doch da. Und jetzt bring mich zu meinem Patienten. Nicht zu deinem, zu meinem. Ich dachte, zu deiner Familie. Fair and well. Oh, vielen Dank. Bitte folgt mir. Verzeiht, falls ich mir das nur einbilde, mein Freund. Aber stimmt irgendwas nicht? Ihr seht selbst sehr bedrückt aus. Ach, es ist nichts, überhaupt nichts. Wir sollten uns lieber beeilen. Ja, lauf hinterher. Mist, ich muss mich bedeckter halten. Auf jeden Fall gibt es Arbeit für mich.
Kanzuks. Du liebe Güte, sieh sich das einer an. I'm coming in. Ich komme schon. Who are you? The hell's... Warte, das ist doch... Dieses Flackern unten rechts. Seht ihr es? Also jetzt nicht. Ogin ist das. Das ist immer so ein Schimmern von dem Game. Aber ich glaube, genau meine Kamera ist da drüber. Oder ihr könnt es vielleicht gesehen haben. Bevor ich mit der Behandlung beginne, muss ich noch ein paar Dinge über euch wissen. Das sollte reichen. Verzeiht, dass ich so neugierig sein musste. Dann wollen wir mal sehen, was ich gegen dieses Husten und diesen Husten unternehmen kann. Oh, vielen Dank, Herr, The name's Ogin. Ogin ist mein Name. Ich bin ein reisender Apotheker. Ein kleines Vögelchen heißt das doch, oder nicht? Ich war jetzt ein bisschen irritiert. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier im Dorf einiges im Argen liegt. Deshalb bin ich hier. Oh. Nicht nur einer, sondern gleich zwei Apotheker sind in unserem bescheidenen Dorf gekommen. Vielleicht leuchtet die Flamme jetzt heller für uns. Wie können wir das je wieder gut machen? I'll be on my nicht way. Der Rede wert. Forgive me. Verzeihung. Wow. Ich dachte, du hättest eine ruhigere Hand, alter Mann. Howdy. Wir treffen uns ständig, ha? You. Du schon wieder. Und da dachte ich, du hättest aufgegeben und seist heimgekehrt. Aber offenbar bist du aus einem anderen Holz geschnitzt. Ha, und ob ich das bin? Wenn mir meine Medizin genommen und mein Ehrgeiz zerstört würde, hätte ich nichts mehr außer der Liebe zum guten Wein. Wenn du das sagst. Mind if we shoot the breeze? Wie auch immer, angesichts so vieler Patienten ist es gut, dass du hier bist. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Vier Hände schaffen mehr als zwei, oder? I think not. Nein, ich arbeite immer allein. Woher wusste ich nur, dass du das sagen würdest? Aber wie du willst, dann mache ich es auch so. Well now. Tja, das sollte alles gewesen sein. Ich bin ganz schön durstig. Sollte einen Blick ins Wirtshaus werfen. Wir sehen uns, Augen. 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 Zu und durch. Hm. Da war wieder das Blinken. Da, das ist unter meiner Kamera. Unter meiner, von mir aus gesehen, rechten Hand. Rechts. Der Junge hat euch doch gerade eine Medizin gegeben, nicht wahr? Und ob er das hat, oh, der Flamme sei Dank. Let me see it. Bitte lass mich nur kurz einen Blick darauf werfen. Oh. Vielleicht müssen wir hier lang. Ab ins Wirtshaus. Ein Krug von eurem stärksten. How are you? Nagt etwas an euch, mein Freund? Ist es so offensichtlich, ja? Well. Es steht euch quasi ins Gesicht geschrieben. Sorry about that. Ach, es ist nichts, nur eine verlorene Liebe, eine, die schon langsam verblasst. Hm. Wenn ihr mich verführen wollt, müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Wow. Wow, was? Wo ist sie denn hin? Ah, kenn ich. Du bist ein schlechter Lügner. Hm. Ich bin wohl nicht der Einzige, der jetzt einen guten Schluck nötig hat. Langer Tag? Ich meine es ernst. Wer zu oft lügt und sei es noch so geringfügig, verliert die Wahrheit aus den Augen. Aus den you Augen. Don't say.
Das werde ich mir merken. Ich habe mir die Medizin angesehen, die du den Dorfbewohnern gegeben hast. Schlampige Arbeit, als ob du nicht mit den Herzen bei der Sache warst. Oh? Dir entgeht aber auch gar nichts, was? Die ganze Zeit habe ich gegrübelt. Für wen oder was stelle ich eigentlich Medizin her? Warum bin ich überhaupt Apotheker geworden? Und ich weiß einfach nicht, ich kann keine Antwort finden. Entschuldigung, meine Allergie wieder. Das geht mir genauso. Und ich wette, dass ich schon viel länger auf der Suche bin. Was du nicht sagst. Kommt mir das nur so vor oder zittern deine Hände? Ich denke, du hast zu tief ins Glas geschaut. Wir sind beide erschöpft. Klare Sache. Schlaf dich mal aus. Es gibt keine Antworten, nicht für mich. Alkoholsüchtig, der Mann. Hey ho! Hey ho! Oh? Hallo, was kann ich für euch tun? Well. Mein Fieber, es wird stündlich schlimmer. Oh. Ogen hatte sich um euch gekümmert, richtig? Könnte er sich bei der Dosierung vertan haben? Bei den Göttern, also Herr Ong ist ein 1000-mal besserer Apotheker, als ihr es hier sein werdet. The hell's... Also, wenn ihr Ong so gottverdammt toll findet. Das war nur ein Scherz. Bitte, Herr, bitte helft mir. Herr Ogen wirkt so schwach, um ihn um Hilfe zu bitten. What? Zu schwach? Naja, allein heute hat er seine Arbeitsintensilien bestimmt 20 Mal fallen lassen. Später hat er schrecklich was zusammengehustet und dann ist er einfach weggegangen. Das klingt nicht gut. The fact is... Andererseits ist es natürlich kein Wunder, dass er nach so vielen Behandlungen einfach erschöpft ist. Melissa, vergib mir. Immer derselbe Albtraum. Keine Müdigkeit, Vorschützen. Meine Patienten warten. Ich sollte mich in der Stadt umsehen, ob noch jemand meine Hilfe braucht. Okay. Im Dorf umsehen. Speichern wir mal ab. Ich finde bei der Apothekerquest sehr viel Gesprächanteil. Sehr viel Gesprächanteil. Schon wieder auf der Brücke. Ist das Ogen? Ogen. You're too kind. Ihr habt mein Leben gerettet, Reisender. Wie kann ich das je wieder gut machen? Just doing my job. Ich mache nur meine Arbeit und schon bin ich auch wieder unterwegs. Hey. Hallöchen. Oh. You. Ist das jetzt synchronisiert What's oder nicht? Nee. Was höre ich denn da? Du lässt deine Utensilien fallen und hustest deine Patienten an? Na zappalott. Taktvoll bist du nicht gerade, was? What's the matter? Was ist los mit dir, schlimmer Dünnpfiff? Afraid the answer is no. Selbst wenn es so wäre, ging es dich nichts an. Come on now. Ja, ich wusste, dass du das sagen willst. Wie wäre es, wenn ich dich mal kurz untersuche? That'll do. Nichts dergleichen wirst du tun. Komm schon, alter Mann. Ob du es glaubst oder nicht, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist sehr nett von dir, aber völlig unnötig. Ich kenne meinen Körper so gut wie... He gets. Möge die Flamme mich holen. Verbrennt ihn. Er ist die Seuche. Ich werde dich untersuchen, ob es dir gefällt oder nicht. Nimm deine verdammten Finger von mir. Eine Untersuchung durch dich sagt mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Du sagst, du wüsstest, dass du bald Blut husten würdest, ha? Huh?
Du bist todkrank und ich wäre ein armseliger Apotheker, wenn ich dich unbehandelt gehen lassen würde. Also sei ein vernünftiger Patient, hörst du? Oh, ich habe ja noch Kaffee, aber es ist nicht synchronisiert. Der wird ja gleich schon wieder kalt. Seit 15 Minuten steht er hier schon rum. Also los, dann behandel mich, wenn du kannst. Son of a... Son of a... Du vertraust mir immer noch nicht? Hm, du blöder Son of a... Okay, da kann man nichts machen. Verdammt nochmal. Holy. Dein Körper ist ja völlig am Ende. Holy shit. Aber was in Gottes Namen ist das für ein schrecklicher lila Ausschlag? Es ist ein verdammtes Wunder, dass du überhaupt noch dass du noch stehen kannst. Wie konntest du nur zulassen, dass es so weit kommt? Kapierst du nicht? Wenn du das nicht behandelt wirst, musst du sterben. Hi. Ich weiß, besser als du, möchte ich hinzufügen. What the? Warum also? Ich habe dir nichts zu sagen. Und selbst wenn ich es täte, was würdest du ändern können? Gar nichts. I'll be on my way. Lass mich in Ruhe, Elfin oder Alfin. Es ist für uns beide das Beste. Irgendjemand hier muss etwas über Ong wissen. Ong auf. Schon wieder dieses Geplänkel hier. Kann ich wenigstens mal meinen Kaffee trinken? Oder war das da? Nee, das war hier, glaube ich. Du weißt was. Rede. Sprecht in meiner Gegenwart bitte nicht vom Essen. Ich habe keinen Appetit. Ogens Gemurmel. Danke sehr. Melissa, verdammt, woher kennst du diesen Namen? Ich habe dir doch erzählt, warum ich mich entschied, mir meine Patienten selbst auszusuchen, oder? Du sagtest, du hättest deine geliebte Frau verloren. Dass sie kaltblütig ermordet wurde von einem Mann, den du gerettet hattest. Hi. Ja, aber die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Mhm. Danach brach ich zu einer Reise auf. Ich hatte keine Hoffnung, keine Sehnsüchte. Ich wollte anderen einfach nur irgendwie helfen. Alles, um Melissa stolz zu machen. Aber es sollte nicht sein. Eines Tages erreichte ich ein Dorf und dort fand ich ihn. Ja, den Mann, der meine Melissa ermordet hatte. Zappalot! Er hatte eine Familie, eine Frau, einen Jungen von 5 Jahren. Als ich sie so gemeinsam sah, fröhlich und lachend, zerbrach in mir etwas. Als der Mann dann alleine war, schlich ich mich an und ließ ihn im selben Zustand zurück, in dem ich meine Frau vorgefunden hatte. Das ist nicht dein... Es war ein seltsames Gefühl. Sein Leben zu retten hatte Tage gedauert. Es zu beenden nur einen Augenblick. Wie flüchtig und zerbrechlich das menschliche Leben doch ist. Genau, wir sollten alle sein wie Beyblades. Ich floh aus der Stadt so schnell und weit ich konnte und setzte meine Reise fort, als sei nichts passiert. Was für eine Maskerade, oder? Niemand hatte nur eine Ahnung, dass ihr Lebensretter zugleich ein Mörder war. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, der Familie des Mannes so viel Schmerz und Leid zugefügt zu haben. Jeden Tag frage ich mich, welches Recht habe ich, mit diesen blutverschmierten Händen Gott zu spielen. Immer wieder habe ich daran gedacht, mein Leben zu beenden, aber ich konnte es nicht. Wie viele Jahre sind seither vergangen? Bei meinen Reisen kreuz und quer durch das Land habe ich mich unzähligen Seuchen und Plagen ausgesetzt und mich dabei unbemerkt zugrunde gerichtet. Keine Gedanken habe ich daran verschwendet, mich selbst zu behandeln. Ich bin ein Mörder, ein Sünder. Mein Leben ist es nicht wert, gerettet zu werden. Verstehst du jetzt, Alfin?
Das ist die Antwort, die ich gefunden habe. Ich bin ein wenig müde. Bitte lass mich etwas ausruhen. That stubborn bastard. Ain't there nothing in here that'll help at a time like this? Ugh, what a mess. Been too busy to clean it out all this time. Ogun is determined to die. That's the answer he's come to. After a long and harrowing journey. What right do I have to think I know better? Besides, what could I do for him anyhow? I barely managed to get by as it is. How do I even go about fixing a busted soul? I'm just one man. One small, insignificant man. So sieht es aus. Damn it all. A letter. To my dear friend Alfin. When you find this letter, no doubt you'll be off in some far-flung village somewhere. I was more than happy to urge you on in your journey, but truth be told, I was just a bit worried about you. Worried that along the way, you'd find someone and take on all their pain and suffering as your own. You've always had a sensitive streak, after all. But, should you ever find yourself losing the courage of your convictions, remember what we learned together. Zeph. Zeph, you're back! That I am, Nina. Something the matter? Nothing you need worry yourself about. Alf. I've always admired your selflessness. In helping others, you think nothing of yourself. In that sense, you're the best apothecary and the best friend anyone could ask for. You have nothing to worry about, nothing to fear. So go out there, Alf, and do what you feel is right. With your heart at ease and your head held high. P.S. This is far too embarrassing to say in person, so I'll just hide this letter underneath all your stuff. That idiot. Just reading that, my face is as red as a beet. Thanks, buddy. I really got myself worked up over nothing, didn't I? I know what I need to do, and gods be damned if anyone will keep me from doing it. Ain't that right, Zeph? I'll show everyone what I believe in. Including you. Wherever you are. And you too, Ogun. Just you wait. Doch, Gasthaus. Das Gasthaus ist aber nicht sonderlich groß. Wir sollen da immer vier Leute pennen. Sorry, old man. I'm here, whether you like it or not. Alfin, how many times must I say it? Just leave me here and go on your way. Oh, enough. Huh?
Quit your belly aching and lie down before I have to knock you over. What? What in the God's name are you? So you're a stinking murderer. A sinner, huh? Great. Like I give a damn. It ain't my job to choose who lives and who dies. I ain't no God. If it's in my power to help a body, I'll be damned if that ain't what I'm gonna do. That's why I became an apothecary. That's what I believe in. There. That should keep you breathing for now. And just what do you plan to do next? Ain't it obvious? I'm gonna fix you. And not just your body. All of you. I'm gonna whip up an elixir that'll have you feeling like a new man. Final elixir. Fix me? Don't make me laugh. Don't make me laugh. Ah, jetzt ist es schon wieder nicht synchronisiert. Dabei habe ich nicht einen Hauch einer Ahnung, was ich jetzt tun soll. Diese Symptome habe ich noch nie gesehen. Should you ever find yourself losing the courage of your convictions? Remember what we learned together. Wo ich so darüber nachdenke. Einmal als Zef und ich gemeinsam lernten. Boah, die Apotheker-Story ist so langweilig. Alfin. Sag mal, Alf. Erinnerst du dich noch an dein Leiden in deiner Jugend? Das Leiden, durch das du fast gestorben wärst? Langsam aber stetig wurde dein Körper immer steifer, bis du nicht mal mehr einen Löffel halten konntest. Und all diese schrecklichen lila Flecken, ich konnte es kaum ertragen, dich anzusehen. Ich habe versucht, das Elixier nachzubrauen, das dich geheilt hat, aber ohne Erfolg. Dieser reisende Apotheker war schon etwas Besonderes. Zu schade, dass wir damals nicht daran gedacht haben, ihn nach dem Rezept zu fragen. Das waren schöne Zeiten, Zef. So viel zur Erinnerung. Augenblick mal. Konnte keinen Löffel halten? Hat Augen nicht. Und lila Flecken. Oh, wer hätte das gedacht? Nein, das kann doch nicht sein, oder doch? Aber wenn Owen dieselbe Krankheit hat wie ich damals, dann heißt das, dass es ein Heilmittel gibt. Dasselbe Heilmittel, das mir damals das Leben gerettet hat. Gib ihm einfach eine Bluttransfusion. Ah, denk nach, Alfin, denk nach. Wie hat er die Medizin hergestellt? Aus 12 toten Dorfbewohnern. Ach, wem will ich was vormachen? Bis gerade eben konnte ich mich nicht mal an meine Symptome erinnern. Damn it all. Verdammt nochmal, es muss irgendwo hier drin sein. Denk nach. Great. So, ich denke, das sollte es sein. Du bist ein Glückskind, Alfin. Diese Krankheit hatte dich schon fest im Griff. Du hattest bestenfalls noch ein oder zwei Tage. Zum Glück kam ich zufällig mit dem richtigen Heilmittel vorbei. Das Schicksal geht schon seltsame Wege. Wie lange habe ich gebraucht, um dieses Elixier herzustellen? Und zwar aus Zutaten, die ich vielleicht nie wieder finden werde. Um ehrlich zu sein, war es für jemanden anderen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wenn es dein Leben retten kann, dann hat es seinen Zweck mehr als gedient. Schlaf gut, Junge. Morgen wirst du dich besser fühlen.
erkundigen. Da ist der Apotheker geboren. Ein reisender Apotheker, so sagt er doch, oder? Apotheker? Er reist um die Welt und hilft Menschen, die krank oder verletzt sind, so wie ich. Ach, ich wünsche, das könnte ich auch eines Tages tun. Elixierrezept. Yay, so einfach geht's. Hm, wie bitte? Was in dem Trank stecken möchtest du wissen? Es war kein Scherz, als du meintest, dass du Apotheker werden möchtest, nicht wahr? Nun gut. Wer bin ich schon, dass ich mich einem so neugierigen jungen Verstand verweigern könnte? Das Elixier wird aus der Feder eines Ogeradlers hergestellt, natürlich. Ein furchterregendes Tier, dessen riesigen Flügel sogar die Sonne verdecken können. Sie versetzen den Himmel über den Rubé-Forst, nicht weit von dem Dörfchen namens Erzquell. Was für ein Zufall, in Angst und Schrecken. Ach, Erzquell, gut, dass wir da gerade sind. Es wäre ratsam für einen Jungen wie dich, einen großen Bogen um diesen Ort zu machen, um dich nicht von seinen Krallen ergriffen zu werden, um in den Wolken zu verschwinden. Oh mein Gott. Und dafür sind jetzt auch 30 Minuten draufgegangen. Ah. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal kann ich mich erinnern. Plötzlich. Ich brauche also lediglich die Feder eines Ogeradlers, natürlich. Und soll die Flammen mich holen, wenn der Rubé-Forst nicht gleich von der Stadt liegt. Ihr habt mich schon wieder gerettet, Fremder. Let's go. Halte durch. Oh my, holy shit, ey. Hier hoch. Schnell. Research on you. Die Spinne sieht nice aus. How about you? An interesting dilemma. Und der Vogel steht noch, das ist krass. Bring it on. Ah, jetzt okay. Ha, try again. Der Rubé-Forst. Rubé. Oh, cool. Natürlich ist Sirion nicht dabei. Natürlich nicht. Wow. Der sieht mega nice aus, der Elch. What to do? Here goes nothing. Victory. Daneben gehauen, sehr gut. Trifft den anderen Vogel. Das kann doch nicht sein. Zweimal daneben gehauen. Holy shit. What is Here I go.
goes nothing. Now then. Out of my way. Die halten ganz schön viel aus. Das ist echt krass. Da hat Alfin aber das Level Up, das er so bitter nötig hat. Jetzt kommen noch Gegner, gerade aufgeheilt. Mann, Mann, Mann. Ein Moment der Unachtsamkeit, okay. Oh, dagegen sind sie schwach, sehr gut. What to do? How about you? Ich weiß gerade nicht, was sie hiermit machen soll. Egal. Here goes nothing. What to do? The battle is truly joy. Out of my way. Der gute Olberic schlägt Here immer vernünftig drauf. So geht es. Not bad. A passing grade. Oh mein Gott, wir sind gleich da. Okay. Los geht's. Quiek, quiek. Meine Güte, das wird nicht einfach, aber ich darf nicht aufgeben, um Ogens Willen. Wenigstens redet er mal nicht gegen das Monster sofort, was ich mal so kritisiere. Bam, bam. Here I go! Now then. What is the logical course of action? Nothing will fight. What? All right. What to do? You're open. Bring it on. Giftwurzel. Try this. Oh, ich dachte, es vergiftet ihn. Victory shall be mine. Immer wieder ein Genuss. Out of my way. What is the logical course of action? Da muss ich wohl die Analyse jetzt einsetzen. Was haben wir da? Nein. Warum hat er das aufgedeckt? Was ein Assi. Aua. Oh nein, ich schieße. Au, au. Jetzt ist er wenigstens wieder wach. Auch nicht. Da muss ich nochmal die Analyse einsetzen. Eis! Oh mein Gott, das kann ich. Victory shall be mine. Komm, dann ist er nicht mehr am Zug, weil er ist zweimal am Zug. Dann benutze ich einen Eisstein. Zack. Have a taste of this. Alright. Alright. Ach, er kann auch Eis. Oh, okay, gut. Gut zu wissen. Kann er nicht auch irgendwie Gift?
Habe ich ihn, glaube ich, nicht beigebracht, oder? Shit. Hey, mal hin. Let's do this. Be nice. Victory shall be mine. My way is unbending. I wreak havoc upon thee. Bam. What is the logical cry? Focus is a tempest of ice. Bam. Here we go. Try this. How about you? Haha, ich bin nochmal dran. Friss das. Oh oh. Wow. I got just what you need. Let's do this. Ach, sie hätte Rast auf sich machen können. Ja, stimmt ja. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann machen wir das so. Let me help. Oh nein! A tempest of ice shall rage. Out of my way. Suck. What to do? What to do? Here goes nothing. I got just what you need. Zack. Zack. The battle is truly joined. Okay, ich dachte, das zieht mir ab. Bin ich ganz ehrlich. Here I go. For you. Bring it on. Let's get down to work. Let's get down to work. Letztes Gefecht. This calls for surgery. Oh. Das war nicht stark. Now then. What's the big idea? Oh nein. The battle is truly joined. What's this now? A tempest of ice shall rage. Victory shall be mine. Soll ich ihn brechen? Wenn er zweimal trifft mit normalen Angriff, dann bricht er den und
Oh, ich habe gerade auch Angriff runter. Warum? Das ist ja gemein. Oh mein Gott. Mist. Mist, verdammter. Jetzt habe ich auch noch Angriff runter. Meine Güte. What the? What's this now? What is now? A tempest of ice shall rage. Now then, my blade is unbending. I wreak havoc upon thee. Suck. Shucks. I got just what you need. Here goes nothing. Whoa. Okay. The battle is truly... My blade is unbending. I wreak havoc upon thee. Erledigt. Geht doch. With each battle, I grow stronger. Nice. Sorry about that. Aber deine Schwungfeder muss ein Menschenleben retten. All right. In Ordnung, Augen. Ob es dir gefällt oder nicht, ich bin auf dem Weg. It's me, Alfin. Ich bin wieder da, alter Mann. Kannst du bitte leiser sein? Mein Schädel fühlt sich an, als wäre er in zwei Teile gespalten. Sorry about that. Hoppla, tut mir leid. Jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit. You what? Glaubst du wirklich, dass du mich behandeln kannst? Lächerlich, du könntest niemals. Vor vielen Jahren hat mir ein Mann das Leben gerettet. Ein Mann, der dir recht ähnlich war, wenn ich so darüber nachdenke. Hm. Oh. Listen here, Ogin. I may call you an old man, but it's too soon for you to go. People are suffering out there, dying. There are plenty of lives you can still save. Maybe you're right. I once met a man who said the kinds of things you say. Hmm? He was an apothecary too. In my darkest hour, it was his words that stayed my hand. Despite having no hope, nothing to live for, he convinced me to press on. Who was he? What the heck could he have said to a mess like you? Ogin, look at your hands. Just two, and yet they have the power to save innumerable lives. Live, Ogin. If not for yourself, for those who still need you. All around you, people are suffering. There are plenty of lives you might yet save, if you have it in you to save them. Why are you helping me? What's that? When someone's in a bind, you help them out. Simple as that, wouldn't you say? Huh. Those were his words to me. It's the damnedest thing, but somehow you remind me of him.
Gadzooks. Those words. I heard them too, when I was just a boy. You what? There's no doubt about it. That's the man who saved my life. Thanks, mister. But why'd you save me? We ain't got no money, you know. Listen, son, and listen well. I saw someone in a bind, and I helped him out. Simple as that. Shucks. I hope I can do that too someday. I'd never seen anyone like him before. His words, the miraculous potions he made. He didn't just save my life. He gave me a whole new sense of purpose. And so I became an apothecary. Maybe you can help me. Ach, ich dachte, das ist wieder synchronisiert. Graham Crossford. Es ist 10 Jahre her, dass ich ihn traf. Er zog durch das Reich, genau wie ich. Er sagte, er suche ein Heilmittel für seine Frau, die an einer angeblichen unheilbaren Krankheit litt. Nie zuvor hatte ich solche Fähigkeiten bei der Herstellung von Elixieren und Salben erlebt. Er reist von Stadt zu Stadt, heilte überall krank und verletzt. In nur 2 kurzen Jahren gelang es ihm außerdem, das Elixier zu entwickeln, das er brauchte. Doch es war schon zu spät, seine große Liebe war für alle Ewigkeit von ihm gegangen. Einmal erzählte er mir von einem aufgeweckten Jungen, der ihm die Medizin schließlich verabreichte. Dieser Junge warst du, nicht wahr? Wohin er ging, nachdem er mein Leben gerettet hatte, weiß niemand. Es gibt Gerüchte, nach denen er seinen Liebsten schon bald folgte. Oh nein! Tatsächlich. Auf jeden Fall ergibt jetzt alles einen Sinn. Graham hat sich seinen Patienten nicht ausgesucht. Er hat jedem geholfen, dem er helfen konnte, genau wie du. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns respektiert. Zumindest sehe ich das gerne so. Und wenn ich darüber nachdenke, empfand ich bei meinen Gesprächen mit dir von Anfang an eine seltsame Vertrautheit. Deine Unschuld, Naivität, wie auch immer du das nennen möchtest, es ist wie ein Spiegelbild dieses Mannes. Oh. Du trägst seinen Geist in dir, wie es besser kaum möglich ist. Auch wenn du eine sentimentale Pappnase bist. Wie du meinst. Thanks for everything. Vielen Dank für alles. Ogun, bist du sicher, dass alles gut ist? Oh, jetzt ist wieder synchronisiert, natürlich. Hi. Thanks to you, I'll live to see another day. For a couple nights there, I didn't think I'd make it. But it seems your brew won out in the end. You'll forgive me if I don't say thank you. This wasn't the fate I asked for, after all. Don't mention it. That grave. Did you make that? Just my way of paying tribute. Only wish I could have met him once more. Knowing him, I think he would have felt the same about you. Well, guess I'll be off then. After all, there's still folks out there who need my help. What about you, old man? What about me, indeed?
Guess I'll keep on living, at least for now. And atone for my sins as best I can. I imagine there are still people out there who need me as well. First Graham, now you. What it means to be an apothecary. Ah, shucks. Guess that means I was right about something after all. Be safe here. I reckon you won't get lost in your travels after this. And me neither, mind you. If you say so. Es war eine Zeit, als die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte. Im Krieg und beim grassierenden Krankheiten brauchten die Leidenden Salben, Tonika und Elixiere, hergestellt von Männern und Frauen, die den Menschen mit großer Weisheit und Mitgefühl dienten. Sie wurden Apotheker genannt. Alfin Finn, Finn, Alfin Finn. Schön, dann wäre das Kapitel 4 auch beendet. Auch wieder ein schönes Artwork, gefällt mir. Und ja, oh, hier sind aber einige Quests. Haben wir hiervon schon welche erledigt? Nein. Oh, was haben wir denn hier? Entschuldigung, darf ich euch etwas fragen? Versteht ihr, mein Bruder mag jemanden? Sie haben, als sie jung waren, viel zusammen gelesen. Aber vor ein paar Jahren ist sie in die Fremde gezogen. Und wie mir scheint, kann mein Bruder sie einfach nicht vergessen. Manchmal flüstert er sogar ihren Namen. Oh, Entschuldigung, Allergie. Mercedes. Ach, er will Auto fahren. Ah. Seht ihr, ich weiß nicht, ob er sich in diesem Zustand darauf konzentrieren kann, Medizin herzustellen. Er hat sogar versucht, ihr einen Brief zu schreiben, in dem er seine Gefühle offenbart. Oh mein Gott, diese Allergie. Aber er hat ihn noch nicht abgeschickt. Daher habe ich mich gefragt, ob ihr den Brief von ihm bringen könntet. Ich weiß nicht, wo sie lebt, aber würdet ihr das für mich tun, bitte? Wie bitte, ihr möchtet mehr über sie erfahren? Nun ja, ich weiß, dass sie Bücher mag. Vielleicht in der Bibliothek in der Anfangsstadt. Können wir ja mal in der nächsten Folge... Nee. Ich gehe nach Beenden dieser Folge kurz in der Bibliothek. Und falls sie da ist, starte ich da. Ansonsten werden wir das letzte Kapitel von Olberic angehen in der nächsten Folge. Und ich damit... verabschiede ich mich in dieser Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.